Guten Tag, liebe Leserinnen, liebe Leser, liebe Zuschauer, liebe Zuschauer. Ich wünsche euch erstmal einen schönen Mittwoch. Ja, ist so ein bisschen trüb und ein bisschen dunkler, aber dafür ein bisschen wärmer als gestern. Morgen soll es angeblich regnen. Ich hoffe nicht, da muss ich wieder Brot und Brötchen holen. Ja, aber ansonsten bis jetzt wettertechnisch ein ganz passabler Tag für Anfang März. Oder ja, jetzt kann man schon fast sagen Mitte März. Ja. Heute kommen wir zur 481. Stunde zur Weltgeschichte und damit der 999. Geschichtsstunde insgesamt. Wie gesagt, das kommt daher, weil ich ja am Anfang schon mal ab dem Band 13 und so ein paar wenige Sachen aus dem Band 12 schon mal gedreht hatte, aber das werde ich alles nochmal neu machen. Werde ich nicht die alten jetzt einfach wieder dranhängen, weil doch das noch ein bisschen, ich sag's mal so übertrieben gesagt, perfektioniert worden ist von mir und dass das alles ein bisschen der gleichen Ton hat, werde ich die dann, diese restlichen 8 Bände nochmal durchgehen. Ich denke mal, ist auch ganz interessant und gut, weil ja auch jetzt mittlerweile, habe ich festgestellt, so nach und nach immer mehr die Geschichtsvideos entdeckt haben, mitgucken. Ja, dann haben wir jetzt schon bei WTube, gestern ist wieder super gelaufen, 20 geschafft. Heute habe ich schon wieder 6 hochbekommen, das 7. läuft gerade. Ich hoffe, es überrascht mich nicht wieder, dass es automatisch von alleine startet, wenn es oben ist und wir auf einmal was mich zweimal hören. Sind wir jetzt schon bei 458, also da sind dann noch 23 Differenz. Wenn das oben ist, noch 22. Ja, wenn ich bei dem 7er Schnitt bleiben würde, wäre ich auch wahrscheinlich nicht bleiben, wenn es weiter hoffentlich so gut läuft. Dann wären wir jetzt am, jetzt muss ich rechnen, in 4 Tagen fertig. Aber wie gesagt, das werde ich natürlich jetzt nicht tun, dass ich sage, jetzt mache ich den 7er Schnitt einfach stur weiter. Ich werde heute wieder versuchen, so viel wie möglich zu schaffen. Wenn es so gut läuft wie gestern, wäre es durchaus möglich, dass morgen schon WTube auf dem aktuellen Stand ist. Im Laufe des Tages. Ja, bei Telegram kann man schon 190 Videos direkt von Telegram abrufen, indem man einfach auf die Nummer des Videos klickt und kommt dann direkt zu dem jeweiligen Video. Und selbst bei BitChute läuft es im Moment ganz gut. Auch gestern habe ich wieder 5 Videos geschafft hochzuladen und dass sie verarbeitet wurden. Und damit sind wir dort bei 136. Ja, und jetzt kommen wir wieder zu den aktuellen Meldungen. Ich habe schon mal geguckt, so viel zu kommentieren ist wieder nicht dabei. Damals mal Corona-Pandemie, Regierungssprecher, 10 Millionen Impfungen pro Woche im Juni möglich. Die sind einfach verrückt. Ein Impfstoff, der absolut noch nicht richtig klar ist, welche Langzeitwirkung er auslöst, vor allen Dingen, und auch welche kurzfristigen Nebenwirkungen. Da haben wir schon einige erfahren können, die natürlich dann nie an der Impfung lag, sondern an ganz anderen Dings. Zufall, dass dann in einem Altersheim zum Beispiel 40 erkranken, die eine Impfung kriegen und davon 13 sterben. Das ist alles Zufall. Ja, aber da wird reihum wie so, wie soll ich sagen, wie beim Schafescheren in Australien durchgezogen. Wenn man dann vielleicht am Ende mehr Geschädigte und am Ende Verstorbene durch die Impfung haben, als durch den angeblich so gefährlichen Virus, ist alles nicht so wichtig, alles nicht so schlimm. Hauptsache, die Pharmaindustrie kann jetzt volle Pulle durchziehen und an uns ihre Versuche machen. Ich kann es immer wieder betonen, jeder Arzt, der ohne richtige Aufklärung den Leuten diese Impfung gibt, ist ein Verbrecher, ist ein Mörder, ist ein schwerer Gewalttäter, weil, wie gesagt, ich kann mich erinnern, als ich das mit meiner Nase hatte, wegen einer schiefen Nasenscheidewand und dieser Schlafapnoe, sage ich mal so, wo sie die operieren wollten, da habe ich ordentlich einen zweiseitigen Zettel bekommen, wo genau drin stand, was da alles passieren kann. Dann habe ich nochmal nachgefragt, nachdem ich das alles gelesen habe. Da waren Sachen dabei, die waren nicht so schön. Wie hoch denn die Verbesserung ist, der Prozentsatz dieses Problems. Und dann sagen sie, ja, so und so viel Prozent, sondern für diese paar Prozent, die es besser wird, ist mir das Risiko zu groß. Und dann habe ich es gelassen. Ich lebe immer noch. Okay, wenn er mal die Nase anspült bei bestimmten Wetterlagen, dann mache ich halt mal so. Und dass die Flügel wieder auseinandergehen. Ja, aber wie gesagt, und das so, das gehört sich auch bei dieser Impfung. Bloß bei der Impfung stelle ich nur noch fest, dass nur noch Hurra, Hurra, die Impfung ist da geschrien wird und die Leute mitnichten, mitnichten wirklich
verantwortungsvoll über eventuelle Folgeschäden aufgeklärt werden. Ne? Nur damit man schnell impfen kann. Homeoffice-Verpflichtung bis Ende April verlängert. Da wissen wir schon mal, dass auch der Lockdown, der jetzt bis Ende März geht, auch bis Ende April verlängert werden wird. Mit den angeblichen Lockerungen, da habe ich jetzt gehört, ich habe selber noch nicht irgendwo gelesen, gehört, hat mir bloß einer geschickt gestern, angeblich will jetzt der Herr Pausewein uns hier in Erfurt und Nürnberg, ach doch ja, das kam in MDR Thüringen-Journal sogar, Erfurt und Nordhausen zum Testobjekt machen. Ey, ich bin kein Testobjekt, ihr blöden Idioten, da Entschuldigung für das Wort, aber es ist so im Rathaus, Herr OB Pausewein, ich bin nicht euer Versuchskarnickel. Wollen Sie einen Test machen, in dem jeder halt kostenlos angeblich einmal pro Woche diesen Test machen soll oder zweimal. So, und damit er, wenn er einkaufen will, kriegt er so ein Bändchen drum, soll angeblich kriegen, damit man sieht, aha, der hat einen Test gemacht. Ihr habt wohl einen Vogel oder was, ne? Wir sind doch ja nicht eure Versuchskaninchen, ihre Kommunisten und Zionisten, die ihr hier das Rathaus erobert habt. Es ist unverschämt, was ihr hier mit den Bürgern macht. Ja, hoffentlich merken sie sich fürs nächste Mal. Unionsfraktionsspitze setzt Frist zur Erklärung von Maskengeschäften, allerdings nur 2020, 2021, wenn der Herr Spahn und Co. schon vorher mit Pharmaindustrie und so weiter Jörg seine Geschäfte gemacht hat, damit er gut beteiligt wird, wenn er jetzt alles eins zu eins umsetzt, was die haben wollen. Das wird dann immer so genau untersucht. Also ich wäre dafür, jedwede Verbindung zwischen Pharmaindustrie, Maskenfirmen etc., medizinische Industrie mit diesen Leuten, die da die Händchen heben und dafür propagieren, dass Maßnahmen laufen müssen und Impfungen gemacht werden müssen, dass denen ihre Geschäfte über die gesamten letzten 10 Jahre untersucht werden, nämlich seitdem so dieser Plan im Kopf rumschwirrt, ne? Mit diesen Massenimpfungen, Great Reset und so weiter. Zahlreiche Open-Air-Festivals fallen 2021 erneut aus, ist klar. Man muss ja weiter die Leute ärgern, damit sie dann mit Rosenschreien in ihr Verderben rennen und sich impfen lassen oder zumindest vorher so blöd sind, sich für 25 Euro, wie ich gehört habe, was das kosten soll, irgendwelche Tests bei Aldi kaufen, um irgendwelche Leute reich zu machen, damit sie dann sich freier bewegen können. Ne? Und deswegen muss man natürlich noch so ein bisschen ein paar Stiche setzen, um die Leute weiterhin den Druck hochzuhalten, damit sie sich diese Impfe setzen lassen. Ja, Studie höhere Sterblichkeit bei britischer Virusvariante. Ach, leckt's mir am Arsch mit eurer angeblichen britischen Virenvariante. Wir sehen, wie die Todeszahlen im Moment sich entwickeln, weil die Impfungen nicht ganz so durchgezogen worden sind, wahrscheinlich in der letzten Zeit, wie am Anfang, wo die ganzen Naiven hingerannt sind und die ganzen Rentner, die man weich gekocht hat mit einem Jahr Strafgefangenenlager im Pflegeheim. Jetzt stockt das ein bisschen, gehen auch die Todeszahlen runter. Es gibt keine britische Virenvariante, es gibt nur einen Grippevirus, wie jedes Jahr, der neu ist. Und in Großbritannien etwas anders ausfällt als in Südafrika oder anderen Teilen der Welt. Das war jedes Jahr so. Und hört auf, die Leute mit irgendwelchen Mutanten zu verarschen, nur um eure Impfschäden und eure Impftoten zu verbergen. Ja, zu den Zahlen kommen wir noch. Dann haben wir Feuer- und Flüchtlingslagergericht verurteilt 2 Migranten wegen Brandstiftung in Moria. Das sind im Übrigen die, das gewesen, wo sie dann der Herr Seehofer uns wieder so ein paar kriminellen Nachwuchs nach Deutschland geholt hat, das angebliche Schutzbedürftige. Ja, 5 Jahre haben sie gekriegt, wenn ich es richtig gelesen habe, ist lächerlich für den Schaden, den sie angerichtet haben. Ich kann mich erinnern, einer in Brandenburg, der ein leeres Gebäude, leere Halle angesteckt haben soll und wo nicht einer verletzt werden konnte, weil es leer war, weil da Flüchtlinge rein sollten, der hat glaube ich 10 Jahre oder so bekommen. Hier kriegen Leute, die Milliardenschäden anrichten, hunderte Menschenleben gefährden. Es war ja versuchter Mord im Prinzip, kriegen 5 Jahre, daran sehen wir, diese Leute sollen nicht richtig bestraft werden, so wie sich's gehört. Die sollen nur pro forma für die Leute als Beruhigung ein paar kleine Strafen bekommen, die einen Witz sind im Verhältnis zu dem, was sie getan haben, damit sie weiter machen können. Kleinen Moment, da ist es schon. Liebe Zuschauer, ich wünsche euch erstmal einen schönen Dienst. Und
Diesmal hat es geklappt. Ich habe gleich einen richtigen Knopf erwischt. Er hat es hochgeladen und ist von alleine wieder losgegangen. Ja, damit sind 7 Videos, die hier oben sind. Und wir sind dann bei der 459 schon. Nur das nebenbei. Also wie gesagt, die Strafen sind wieder lächerlich. Dann haben wir Syrien-Konflikt. Lage der Kinder in Syrien laut UNICEF schlimmer als je zuvor. Ja, warum sind sie denn schlimmer? Weil Israel laufend Bomben rüberschickt, Raketen rüberschickt nach Syrien, damit der Krieg weitergeht. Der Herr Biden dort bombardieren lässt, damit der Krieg weitergeht. Bitteschön. Es geht schon wieder los, die nächste Kampagne, dass wir syrische Kinderchen aufnehmen müssen, ne? Nicht wahr? Das steckt wieder dahinter. Nein, ihr seid alles Verbrecher. Ob das UNICEF ist, ob das UNO ist, diese ganzen Weltorganisationen sind alles Verbrecher, die sich an diesen Verbrechen beteiligen. Sie im Prinzip gutheißen, wenn Leute, wenn Länder bombardiert werden, weil dort jemand an der Macht ist, der diesen westlichen linkszionistischen Machthabern wie Biden und Co., Merkel und Co., Macron und Co. nicht gefällt. Ne? Das ist der Grund, nicht der Bürgerkrieg, den habt ihr selber angezettelt. Ne? Den habt ihr selber angezettelt. Und die Verbrecher, die Islamisten, die Fundamentalisten, die sind jetzt alle, weil es nicht bis jetzt noch nicht geklappt hat, nach Deutschland und Europa gewandert, um uns hier ihre fundamentalistisch-islamistische Ideologie aufzudrücken. USA-Kongress will billionenschwere Corona-Hilfen verabschieden. Ja, die Amerikaner haben es ja. Ja, das wissen wir ja. Egal wie viel Billionen. Ja, sie sind ja auch das Zentrum derer, die die ganze Welt im Griff haben. Diese Leute mit dem Käppchen, da dieses erwählte Volk, die haben genug Geld. Dadurch wird es immer wieder, es ist gar kein Problem, wenn die USA mit, ach, Billionen, mal sehen, ich weiß gar nicht, was die nächste Summe ist, Trillionen oder so verschuldet ist. Russland, Behörden schränken Twitter-Nutzung ein. Ja, ich habe es mir durchgelesen. Im Prinzip zwar, wenn das so stimmt, dasselbe wie der Hamas und Herr Biden und Co. in Amerika, in Deutschland tun jetzt. Ne? Da werden unliebsame Leute gesperrt etc. Und. Beiträge gelöscht, die ihnen nicht gefallen. Ja, warum soll der Putin das nicht auch tun, wenn ihnen irgendwelche Bots aus dem Westen untergejubelt werden, die Hetze gegen Russland und gegen ihn betreiben? Da macht's dann halt ganz genauso. Also regt euch nicht über Russland auf. Ihr seid viel, viel schlimmer. Euer Löschsystem ist doch schon viel schlimmer als das, was Russland jemals in ihrer Geschichte in der Richtung aufgebaut hat. Tierschutzkabinett bringt zusätzliche Kontrollen auf den Weg. Dann Segelschulschiff der Bundeswehr Gorch Fock wird zu Wasser gelassen. Und als letztes noch ADAC, Benzin so teuer wie seit 2019 nicht mehr. Ja, wir fahren ja bald alle Elektroautos, brauchen wir kein Benzin mehr. Ja, ja gut, es wird alles teurer, nur das Geld wird weniger. Ja, wären noch so manche, die nach wie vor treu hinter den angeblichen Demokraten hinterher rennen. Die werden noch sehen, was sie im zukünftigen Leben davon gehabt haben. Noch ist die Chance da, relativ gewaltfrei diese Sache zu ändern und die Leute loszubekommen. Ob das in 2, 3, 5 oder 10 Jahren noch so einfach ist, ich weiß es nicht. Ja, und dann haben wir jetzt noch die berühmt-berüchtigten Zahlen. Heute haben wir 9.146 positiv getestete, nicht infizierte, wie es immer hier steht. Auch die Todeszahlen, die sind wieder ganz normal, wenn man bedenkt, dass ja mittlerweile fast jede Krankheit zu Todeszahlen, zu Covid-19 gemacht wird. Ja, selbst Pollenflug habe ich gestern gelesen, habe ich schon angesprochen, ist ja nun ein Verbreiter von Covid-19. Minus 300, also alle, die da so eine Pollenallergie haben, sind zukünftig auch Covid-19 Kranke, nicht mehr. Wir haben keine Allergie mehr, die ist dann aber ausgestorben. 300 Verstorbene haben wir da und dann haben wir noch minus 9.100 Genesene, sodass wir auch heute wieder ein Minussaldo haben von 254. Gottes Willen, die Zahlen, wir gehen runter, das ist nicht mehr so besorgniserregend. Müssen wir was ändern, müssen wir mehr testen, das stimmt's? Ja, Herr Pausewein. Ja, und da haben wir jetzt seit einem Jahr, einem Monat und muss ich rechnen, 14 Tagen, die wir zusammenzählen, alle Viren, die so in Deutschland rumspringen, als Covid-19 deklarieren, 2.518.591 positiv getestete, nicht Covid-19, was ja
sogar nach eurer Definition jetzt total falsch sein muss und eine Lüge, weil angeblich sind ja da schon jetzt Mutanten drin und die nennen sich ja B1007 oder sowas, ne? Hat man wahrscheinlich noch James Bond benannt. Minus 72.489, also 72.489 angeblich mit oder durch Covid-19 verstorben. Nein, jeder wird ja jetzt als Toter, wenn es geht, zu Covid-19 gemacht. Auch diese Zahl ist vollkommen überzogen. Und selbst wenn wir die nehmen, sind wir bei 0,09, glaube ich, müssten es mittlerweile, denke ich mal, sein, Prozent in einem Jahr, 13, einem Jahr, einem Monat und 14 Tagen, die wir da jetzt alles schon zusammenzählen. Und dann haben wir minus 2.328.700 Genesene, sodass wir bei einem Saldo sind von 117.402. Das macht geteilt durch 83.166.771, summa summarum in Prozent 0,141%. Also wir sind fast schon glatt wieder bei 0,14%. Ja, und damit sind wir fertig mit dem Kladderadatsch und kommen zur Geschichtsstunde, aber erst, wenn ich mir ein Schlückchen Milch genehmigt habe. Und ein Schlückchen Kaffee. Und da kann es losgehen. Rückblick auf gestern. Da hatten wir als erstes gestern die neue, also den 1. Januar 1802, die neue Architektur für Theater. Die entwarf damals zu diesem Zeitpunkt Karl Gotthard Langhaus mit der Errichtung des Schauspielhauses am Gendarmenmarkt in Berlin. 1802, Frauen fordern Recht auf Bildung. Das tat vor allen Dingen die Gouvernante Amalie Holst in Berlin. 1802, ohne Datum, Pläne für den Ärmelkanaltunnel. Die hatte der französische Ingenieur Albert Mathieu, wurden aber erstmal nicht umgesetzt, aber mittlerweile wissen wir, gibt es das Ding. Dann der 27. März 1802, allerdings nicht ganz so wie er wollte, ne? Weil ein bisschen mehr heute fährt als Pferdefuhrwerke. 27. März 1802, Frieden von Amiens zwischen Franzosen und Briten. Daraus folgte am selben Tag Krieg in Ägypten beendet. Da ja der Krieg zwischen den Franzosen und Briten endete, die sich ja da auch in Ägypten bekriegten. 1802, ohne Datum, Travemünde wird zum Badeort. Ebenfalls 1802, ohne Datum, Schaufelraddampfer in Schottland. Das war die Charlotte Dundas, entworfen vom, wo haben wir, vom Konstrukteur William Symington, Schaufelraddampfer in Schottland. 4. September 1802, Keilschrift wird entziffert, dass diese Leistung schaffte Georg Friedrich Grotefend aus Göttingen, wurde ihm aber nicht so richtig zugeschrieben, weil er halt nicht so ein Hochstudierter war, sondern war Gymnasialprofessor. Dadurch wurde am Ende dadurch vor allen Dingen bekannt, ein Brite namens Henry Creswick Rawlinson, gestern habe ich das Henry nicht richtig ausgesprochen, also Henry Creswick Rawlinson. Und als letztes hat man gestern den 19. Februar 1803, Schweiz abhängig von Frankreich und durch diese Mediationsakte, und der 25. Februar 1803, Neuordnung für Deutschland, da wurde alles neu geordnet, um die Verluste von Fürsten durch die Abtretung linksrheinischer Gebiete wieder auszugleichen, und dadurch profitierten vor allen Dingen Preußen, Bayern, Sachsen, Hessen, Württemberg und Baden, und hatten am Ende mehr, als ihnen da weggenommen worden ist, aber trotzdem war das der Beginn, der endgültige Beginn vom endgültigen Ende des Heiligen Römischen Reiches deutscher Nation. Und heute geht es weiter mit dem 30. April 1803. USA verdoppelt Territorium. Die USA erwerben für rund 15 Millionen Dollar die französische Kolonie West-Louisiana. Das über 2 Millionen Quadratkilometer große Territorium erstreckt sich westlich des Mississippi, vom Golf von Mexiko bis zur kanadischen Grenze. Der Kaufvertrag, der in Paris unterzeichnet wird, tritt am 20. Dezember in Kraft.
Die US-Regierung garantiert den französischen Siedlern Religionsfreiheit und die Gewährung der US-Staatsbürgerschaft. Mit dem sogenannten Louisiana Purchase verdoppeln die USA ihren Landbesitz. Zugleich schließt die Transaktion Frankreich endgültig vom kolonialen Wettstreit auf dem amerikanischen Kontinent aus. Die Franzosen hatten den 1763 an Spanien abgetretenen Westteil ihrer ehemaligen Kronkolonie Louisiana 1800 zurückerhalten. Die Hoffnung Napoleon Bonapartes, auf dem amerikanischen Kontinent ein französisches Kolonialreich errichten zu können, zerschlug sich jedoch schnell. Durch die Aufstände in der Kolonie Saint-Domingue geschwächt, fürchtete er, dass westliche Louisiana im wieder aufflammenden Konflikt mit Großbritannien nicht halten zu können und schlug daher den USA den Verkauf vor. US-Präsident Thomas Jefferson ermächtigte seine Unterhändler zur Unterzeichnung des Louisiana Purchase. Obwohl die Verfassung der USA den Erwerb fremden Territoriums nicht vorsieht, trotz des Einspruchs der atlantischen Bundesstaaten, die um ihren Einfluss fürchten, ratifiziert der Senat die Entscheidung. Die USA können den Mississippi und den Überseehafen New Orleans nun uneingeschränkt für Warentransporte nutzen. Für den Abschluss des Vertrags hatte die Befürchtung eine Rolle gespielt, dass Frankreich wie Spanien von 1784 bis 1795 den unteren Mississippi für US-Handelsschiffe sperren könnte. Auf dem 1804 in die Territorien Orléans und Louisiana geteilten Gebiet entstehen später 13 US-Bundesstaaten, also heute Orléans. Die Expansion in Richtung Westen wird in der Folgezeit fortgesetzt. Um die Mitte des 19. Jahrhunderts erstreckt sich das Territorium der USA vom Atlantik bis zum Pazifik. Napoleon kommt der Verkauf sehr gelegen. Er befürchtet den Fortgang der kriegerischen Auseinandersetzungen mit den Kolonialstaaten und kann mit dem Erlös seine Kriegskasse füllen. Und da haben wir noch ein Bild dazu. Am 30. April besiegeln Robert Livingston, James Monroe und Barbie Marbois den in Anführungszeichen Louisiana Purchase, Anführungszeichen Ende, den größten Gebietskauf der Geschichte. In Klammern Bronzerelief von Carl Biller, St. Louis, Missouri, 1904, Klammer zu, heute St. Louis, was ja amerikanisch jetzt ist. Damals St. Louis, auch von den Franzosen, kann man den Namen erkennen, gegründet und benannt. Ja, und trotzdem benennen die Amerikaner nicht alle französisch und spanisch klingenden Städtenamen in Englisch klingende um, wie das ja die angeblich so rassistisch und kolonial benachteiligten Afrikaner jetzt zum Beispiel in Südafrika tun. Das Interessante ist nur, ohne die bösen Kolonisten wird es die ganzen Städte überhaupt nicht geben. Weiter geht's. Mit dem 26. Juni 1803 eine Randbemerkung. Im Vertrag zu Malmö verpfändet Schweden die Ostseehafenstadt Wismar für 1258 Milliarden Taler auf 100 Jahre an das Herzogtum Mecklenburg. Na, guck an, war ganz schön wertvoll, Wismar. Dann haben wir weiterhin aus dem Jahre 1803 ohne Datum. Am Michigansee wird zum Schutz US-amerikanischer Pelzhändler gegen die Potawatomi-Indianer das Fort Dearborn gegründet, aus dem bis 1837 die Stadt Chicago entsteht. Also das waren die Potawatomi-Indianer, die da ja ein bisschen ja um ihr Land kämpften und deswegen hat man das vorgegründet und daraus entstand das spätere Chicago. Und jetzt nehme ich noch einen Schluck Milch und einen Schluck Kaffee.
Und wir bleiben auf dem amerikanischen Kontinent in Nordamerika. 31. August 1803. Expedition am Missouri. Nach dem Erwerb West-Louisianas bricht im Auftrag von US-Präsident Thomas Jefferson unter Leitung von Meriwether Lewis und William Clark eine Expedition in das noch unerforschte Gebiet um den Missouri auf. Bis 1806 gelingt ihr die erste Durchquerung des nordamerikanischen Subkontinents bis zur Pazifikküste. Die Pioniere erstellen unter anderem umfangreiches Kartenmaterial, das für die Erschließung des Westens von großer Bedeutung ist. Jefferson hatte im Januar 1803 die Zustimmung des Kongresses für die Expedition erwirkt. Der Präsident beabsichtigt, den US-amerikanischen Pelzhandel bis in die Missouri-Region hinein auszudehnen, um eine Handelsoffensive der in Kanada ansässigen britischen Northwest Company noch zuvorzukommen. Kurzes Bräuchen, Entschuldigung. Im Mai 1804 erreicht die 30-köpfige Forschungsgruppe St. Louis. Von dort aus fährt sie den Missouri hinauf, durchquert die Rocky Mountains und folgt schließlich dem Columbia River bis zum Pazifik. Am 23. September 1806 treffen die Pioniere wieder in St. Louis ein. Kurz darauf wird die Missouri Fur Company in Klammern Fur Englisch und zu Deutsch Pelz, Klammer zu, gegründet. Und aber noch ein Bild dazu. Denkmal für die Pioniere Meriwether Lewis, William Clark und ihre indianische Kundschafterin Sacajawea am Ufer des Missouri in Fort Benton, Montana. Sacajawea, aha, eine Indianerin, hat also den Amerikaner, den Neuamerikanern den Weg nach Westen gewiesen. Ja, das sind für mich die einzigen, die mehr Ansprüche stellen können in Amerika als die Europiden Weißen, weil es ist an sich ihr Land und keinem anderen gehört das und nicht diese Afroamerikaner und so weiter. Ne? Ja, weiter geht's. Randbemerkung hat man, ja. Mit noch einmal 1803 ohne Datum eine Randbemerkung unter Leitung von Admiral Adam Johann von Krusenstern laufen in Kronstadt am finnischen Meerbusen zwei Schiffe zur ersten russischen Weltumsegelung aus. In Klammern bis 1806 Klammer zu. Das Unternehmen führt zur Entdeckung der Durchfahrt der Kurilen, ein 1200 Kilometer langer Inselbogen, der das Ochotskische Meer vom Atlantik trennt. Führt zur Entdeckung, also führt zu der Entdeckung davon, also diesem Kurilen, diesem Inselbogen. Weiter geht's mit dem 21. November 1803. Räuberhauptmann Schinderhannes, der unter dem Namen Schinderhannes, nochmal, der unter dem Namen in Anführungszeichen Schinderhannes, Anführungszeichen Ende, bekannte Räuber Johann Bückler wird mit 19 Angehörigen seiner Bande vor den Augen einer schaulustigen Menge durch die Guillotine hingerichtet. 48 weitere Räuber waren in dem vorangegangenen mehrwöchigen Prozess zu Freiheitsstrafen verurteilt worden. Die erfolgreiche Zerschlagung der Bande des in Anführungszeichen Schinderhannes, Anführungszeichen Ende, ist in dieser Zeit ein Einzelfall. Die instabilen politischen Verhältnisse lassen dem organisierten Räubertum großen Spielraum. Die Banden rekrutieren sich aus sozial geächteten und entrechteten Randgruppen. Dazu zählen die Zigeuner, die noch in der frühen Neuzeit im Reich als in Anführungszeichen vogelfrei, Anführungszeichen Ende, also völlig rechtlos galten. Bettler, Nicht-Sesshafte. Die Räuber bilden untereinander eine Art Gegengesellschaft mit eigenen Regeln
Und einer besonderen Sprache. Ja, erstens, wie gesagt, hier sehen wir, da hat man selbst in dem Buch noch Zigeuner verwendet und nicht Sinti und Roma. Und zweitens, ja, ach, wie damals waren es wieder Parallelgesellschaften. Wie stand es hier? Gegengesellschaft hat man es da genannt. Ja, und da haben wir noch ein Bild dazu. Porträt des Räuberhauptmanns Johann Bückler, genannt Schinderhannes. Auf einem von ihm ausgegebenen Passierschein, der in Geheimschrift verfasst ist. In Klammern 1802, Klammer zu, da ich diese Geheimschrift nicht kenne, kann ich es euch nicht vorlesen, was da steht. Da, guck an. Das ist so wie heute in den tollen Ruhrgebietsstädten Nordrhein-Westfalens. Da waren die Deutschen alle am Passierschein, dass sie durchlaufen dürfen. Ha, ohne dass man sie ausraubt oder irgend sowas passiert. Weiter geht's. 1803 ohne Datum. Erste Eisenbrücke in Frankreich. Ja, wir sind in Großbritannien, gab es da schon welche. Als erste eiserne Brücke Frankreichs wird in Paris die Louvre-Brücke eingeweiht. Hatten die Briten bereits 1779 die erste Eisenbrücke der Welt über den Severn gebaut und danach weitere ähnliche Konstruktionen errichtet, so bringt der französische Eisenbrückenbau als neues Element die Einbeziehung statischer Berechnung in die Planung mit sich. Mit der Louvre-Brücke beginnt in Frankreich eine Ära systematischer, mathematisch, statischer, nee, nochmal, systematischer, mathematisch-statistischer Untersuchungen über den Brückenbau. Die Kräftespiele in gewölbten Konstruktionen werden genau erfasst. In Zug-, Sicherungs- und Bruchversuchen bestimmen die Ingenieure Materialwerte. Sie lösen damit Reibungs- und Kohäsionsprobleme sowie Fragen des Biegeverhaltens. Viele französische Brückenbauer machen sich jetzt und in der Folge große Namen. Unter ihnen Charles-Auguste Colomb und Louis-Marie-Henri Navier. Ja, bei uns nennt das als Fach, als ich meinen ersten Beruf gelernt habe, Baufacharbeiter, nannte sich das Baukonstruktion mit, ich glaube, Herrn Römer hieß der, mit Newton und ja, Kinetik und so weiter. Ja, wo die uns die Fliehkräfte gingen, ne? Ja. Weiter geht's mit 1803. Meister des Klassizismus. In Rom vollendet der italienische Bildhauer Antonio Canova seine nach antikem Vorbild gestaltete Marmorbüste von Napoleon Bonaparte, dem französischen ersten Konsul. Mit diesem Idealbildnis sowie mit der Darstellung der liegenden in Anführungszeichen Paulina Bonaparte, Anführungszeichen Ende in Klammern 1808, Klammer zu, und seinen mythologischen Gruppen in Klammern unter anderem in Anführungszeichen Amor und Psyche, Anführungszeichen Ende, in Anführungszeichen Daedalus und Ikarus, Anführungszeichen Ende, und in Anführungszeichen Theseus als Besiegter des Minotaurus, Anführungszeichen Ende, Klammer zu, kurzes Bäuerchen, wird Canova, der als Künstler im Dienste Napoleons steht, zum Hauptvertreter des Klassizismus. Seine Marmorskulpturen beeindrucken auch durch kühl bedachten Aufbau und die glatte Oberfläche. Neben ihm gilt vor allem der in Rom arbeitende dänische Bildhauer Bertel Thorvaldsen mit seiner bereits 1802/03 entstandenen in Anführungszeichen Jason, Anführungszeichen Ende Skulptur als geistiger Vater der klassizistischen Plastik. Im Auftrag Kaiser Napoleons fertigt er nach dem Vorbild des antiken Parthenonfrieses ein 17,5 Meter langes Wandrelief, das den Alexanderzug darstellt. Canova und Thorvaldsen orientieren ihre Kunst an der Formen- und Symbolsprache der antiken Vorbilder. Für die Griechen und Römer war die Schönheit ihrer Skulpturen der sichtbare Beweis für die Existenz der Götter. Sie bildeten nichts Zufälliges ab, sondern nur das Harmonische und Ideale. Die ästhetischen Ideale der antiken Plastik vermittelte der deutsche Archäologe und Kunstgelehrte Johann Joachim Winckelmann.
In seiner stark rezipierten, in Anführungszeichen, Geschichte der Kunst des Altertums, Anführungszeichen Ende, in Klammern 1764, Klammer zu. Sein Werk weckte nicht nur bei Bildhauern, Malern und Dichtern, sondern auch beim gebildeten Bürgertum Interesse und Begeisterung für die Kunst der Antike. Viele unternehmen Bildungsreisen nach Italien, um dort die Originale zu studieren. In den in Rom entstehenden Bildhauerschulen arbeiten unter anderem auch die deutschen Plastiker Gottfried Schadow, Christian Friedrich Rauch und Johann Heinrich von Dannecker, sowie der Franzose Jean-Antoine Houdon. Mit der Charakterisierung der antiken Kunst als in Anführungszeichen edle Einfalt und stille Größe, Anführungszeichen Ende, formulierte Winkelmann zugleich die Formprinzipien des Klassizismus. Ebenso wie für die Antike gilt auch für die klassizistische Bildhauerkunst, dass der ästhetische Genuss durch die harmonische Schönheit entstehen soll. Und da haben wir noch ein Bild dazu. Büste Napoleons 1803, geschaffen vom Meister der klassizistischen Plastik Antonio Canova. Hammern. Napoleon verewigt durch diesen Monsieur Canova. Und noch ein Schluck Milch. Mal schauen, ob wir heute 8 Seiten schaffen. Ich weiß es noch nicht. Recht viel Text heute. Wenig Bild. Weiter geht's. Da kommen wir zu einem Fokus. Und das ist der Fokus der Klassizismus. Antike Vorbilder prägen den Zeitgeist. In Europa setzt eine neue Epoche des Kunstbewusstseins ein. Sowohl Malerei als auch Bildhauerei und Architektur greifen bewusst auf antike Vorbilder zurück. Inmitten großer gesellschaftlicher Umbrüche wird die Besinnung auf Einfachheit und stille Größe wieder zum Ideal, das Ordnung und Sicherheit verheißt. Und los geht's. Die Bewegung des Klassizismus entzündet sich an 2 Punkten. Bei zahlreichen Ausgrabungen seit den 30er Jahren des 18. Jahrhunderts werden viele griechische Skulpturen entdeckt. Sie faszinieren Künstler in ganz Europa. Hinzu kommt der Verdruss der jungen, in Anführungszeichen wilden, Anführungszeichen Ende, am verspielten Stil des Rokokos. Um 1760 veröffentlichen Gelehrte wie der französische Graf von Caylus und der italienische Kupferstecher Giovanni Battista Piranesi in Rom Bücher mit Stichen nach antiken Skulpturen, Keramiken und Ornamenten. Rasch verbreiten sich diese Darstellungen über ganz Europa und werden zur Grundlage einer neuen Kunstrichtung. Verstärkt wird diese neue Richtung durch die Kunsttheorien des als Bibliothekar in Rom lebenden deutschen Archäologen Johann Joachim Winkelmann. In seinem Werk, in Anführungszeichen, die Gedanken über die Nachahmung der griechischen Werke in der Malerei und Bildhauerkunst, Anführungszeichen Ende, in Klammern aus dem Jahre 1755, Klammer zu, vertritt er die These, nur die intensive Auseinandersetzung mit dem antiken Formengut könne zu einer höheren Bildung und einer moralisch-ethischen Bereicherung führen. Ohne dass er je nach Griechenland gekommen wäre, entwickelt Winkelmann eine vergleichende Kunstgeschichte, die um das klassische Ideal der in Anführungszeichen edlen Einfalt und stillen Größe, Anführungszeichen Ende kreist. Die antike Bildhauerei sei das erstrebenswerte Mittel, am reinsten und tiefsten in Berührung mit der Natur zu kommen. Und da kommt der erste Unterabschnitt zu diesem Fokus. Historienmaler in Rom und Paris. In Rom versammeln sich in den 60er und 70er Jahren des 18. Jahrhunderts viele Künstler um den Maler Anton Raphael Mengs. Gleichzeitig entwickelt sich in Frankreich eine Bewegung von Historienmalern,
die die Taten der tugendhaften Griechen und Römer zu visualisieren versuchen. Nicht einmal die Französische Revolution und die Herrschaft Napoleons vermögen die mythisch und aufgeladene Antike als Norm an den offiziellen Kunstschulen zu vertreiben. Sie bestimmt auch die Skizzen und Zeichnungen vieler Künstler Anfang des 19. Jahrhunderts. Vor allem die Bildhauerei der klassizistischen Epoche leitet sich ausschließlich von den klassischen griechischen und römischen Vorbildern ab. Und sie breitet sich rasch aus. Führende Bildhauer und Architekten unterrichten in Paris ausländische Schüler, die die neuen Prinzipien mit nach Hause nehmen. Auf diese Weise verbreitet sich in der gesamten Architektur in Deutschland, Dänemark und Russland der klassizistische Stil im 19. Jahrhundert seine Blütezeit erlebt. Ich denke mal, heute bleibt es bei diesen 6 Seiten. Letzter Unterabschnitt zu diesem Fokus. Architektur und Nationalstolz. In Deutschland entwickelt sich eine Bewegung des Neugriechentums, das die Architektur nachhaltig formt. Das zeigen auch die Entwürfe des Architekten Friedrich Weinbrenner. Er lernt auf einer Studienreise nach Rom den Architekten Alois Hirt kennen und illustriert dessen später erscheinendes Werk in Anführungszeichen die Baukunst nach den Grundsätzen der Alten, Anführungszeichen Ende, in Klammern 1808, Klammer zu. In seiner Heimatstadt Karlsruhe gründet er eine Architekturschule. In Berlin verbindet sich nach dem Abzug Napoleons mit der neuen Kunstrichtung ein Nationalstolz, der in repräsentativen Bauten im klassizistischen Stil seinen sichtbaren Ausdruck findet. Allen voran sind es die Bauten des Architekten Karl Friedrich Schinkel, wie die in Anführungszeichen Neue Wache unter den Linden, Anführungszeichen Ende, in Klammern 1816 bis 1818, Klammer zu, und das in Anführungszeichen Alte Museum, Anführungszeichen Ende, in Klammern 1822 bis 1828, Klammer zu, die stilbildend auf eine ganze Generation von Architekten wirken. Im Süden Deutschlands hat der Architekt Leo von Klenze eine ähnlich bedeutende Stellung. Kronprinz Ludwig holt ihn nach München und lässt ihn unter anderem das große deutsche Nationalmuseum der Walhalla erbauen. In Klammern 1841 bis 1842, Klammer zu. Der Klassizismus bereitet in einer Zeit tiefgreifender politischer und sozialer Veränderungen, besonders in Deutschland, den Weg zu einem neuen Nationalbewusstsein. Ja, deswegen ist das also eine tolle Architektur. Und wo kommt sie wieder her? Begründet mit aus dem Griechischen und Römischen. Und das sind die drei kulturellen Treiber in Europa gewesen seit 1000 Jahren. Das war die griechische Antike, das war die römische Zeit und die vor allen Dingen das Germanisch-Deutsche. Das sehen wir ja, wie lange das Heilige Römische Reich fast ganz Europa umfasst hat. Ja, das sind die drei prägenden Elemente in Europa und nicht das Judentum und auch nicht Moslems oder Afrikaner. Und wer das lehrt als Geschichtslehrer, wer das als irgendein Politiker verbreitet, Entschuldigung, ist ein unwissendes Arschloch. Entschuldigung, so deutlich muss man das sagen, weil der verdreht extra die Geschichte nur, um seine Ideologie durchzusetzen und unsere Jugend, unsere Kinder zu verblöden und nicht schlauer zu machen. Ja, und uns unsere Wurzeln zu berauben. Ja, und da haben wir noch 3 Bilder und dann sind wir durch für heute, ja. Pauline, Fürstin von Borghese, Schwester des, oder in dem Fall wahrscheinlich französisch, Pauline, Fürstin von Borghese, Schwester des französischen Kaisers Napoleon I. als siegreiche Venus, in Klammern Skulptur Antonio Canova 1808, Klammer zu. Das ist Kunst, das sind auch Skulpturen, da muss man was können und leisten, nicht was uns heutzutage so die Bildhauer als
Skulpturen verkaufen, wo man dann noch drunter eine dreiseitige Beschreibung machen muss, was es darstellen soll. Ja, das ist echte Kunst, das ist das, was schön ist und nicht irre abstrakte, wie man es immer nennt, um den Irrsinn zuvor einen Namen zu geben, sagt man dazu abstrakte Kunst. Ja, dann haben wir noch ein Bild, ein weiteres. Die Quadriga auf dem Brandenburger Tor in Berlin. In Klammern frühklassizistische Skulptur von Gottfried Schadow 1793. Ja, da sind die römischen Einflüsse nun deutlich zu erkennen. Und auch der Adler da oben, der hat nichts mit Nationalsozialismus zu tun, ist auch nicht völkisch. Bin mal gespannt, wann die antideutschen linkszionistischen Grünen, der SPD-SED und der SED-Linke Stasi-Partei auf die Idee kommen, die Quadriga muss entfernt werden, weil die rassistisch ist und das Gefühl der Migranten verletzt. Kommt da noch, es kommt da noch, wenn wir uns nicht langsam besinnen und diese ganzen Verrückten zum Teufel jagen. Ja, diese Genossen. Weiter geht's und als letztes, Jesus-Statue in Klammern Bertel Thorvaldsen, Liebfrauenkirche Kopenhagen, 1839. Da haben wir sie. Das ist also in Kopenhagen. Ja, und damit sind wir jetzt bei 46 Minuten. War jetzt sehr viel Text, obwohl wir eigentlich relativ schnell mit den allgemeinen Themen durch waren. Aber wenn so viel Text ist, so wenig Bild, kommt man halt nicht mehr als 6 Seiten. Aber wir kommen voran. Ich glaube, ich habe schon mal vorgeblättert, denn morgen das erste ist ja schon wieder 1804. Also das Jahr 1803 haben wir auch abgeschlossen. Ja, gut, das soll es gewesen sein. Ich hoffe, es war wieder das ein oder andere Interessante für euch dabei. Es konnte die ein oder andere Wissenslücke geschlossen werden, all das Wissen wieder aufgefrischt werden und vor allen Dingen Anregungen gegeben werden zum selbstständigen Nachdenken über historische Persönlichkeiten und Ereignisse der Geschichte. Und dann hoffe ich, dass wir uns auch morgen wiedersehen. Halt, dass das Video gefallen hat, habe ich ganz vergessen. Dann hoffe ich, dass das Video auch heute wieder gefallen hat und wir uns auch morgen wiedersehen bei VK.com und dann wahrscheinlich schon mit dem aktuellen Video bei wtube.org und ja, bei YouTube und bei Facebook dauert es noch ein Weilchen. Tja, und damit verabschiede ich mich wie immer mit: Halte die Ohren steif, bleibt kämpferisch und gesund. Ciao, ciao, euer Egon.